erste Kostprobe der schwedischen Gummiwand, sagt man unter Tennisspielern. Diesen Ball hat Leconte ein bisschen zu. Ja, so wird es weitergehen müssen für Leconte. Wann immer sich die Chance zur Attacke anbietet, muss er sie nutzen. Das sind die Stärken von Ken Carlsson. Geduld. Und der Topspin-Lob ist wirklich eine super Waffe, gerade gegen Angriffsspieler. Chancenlos ist Aufschlag Carlsson, der ein besonders eigentümliches Ritual hat beim Aufschlag, wo das eigentümlichste der Tennisprofis. Alles, was Henri Leconte unternimmt, weiß Ken Carlsson die Antwort, meistens die bessere. Hier der Stopp. Der Schwede behält in der Studie dieses lange Ritualball auftropfen lassen. Er wirkt immer ein bisschen zappelig, zuppelt an der Hose herum, am Schläger. Das ist nicht gelungen und somit gewinnt. Thank you.
man ein großes Mitgefühl für Henri Leconte mitbringen. Ganz vorsichtig schubt er den Ball darüber. Ohne Mumm, ohne Selbstvertrauen.